ich schreibe, solange ich denke. Und dann habe ich tatsächlich mit 7 beschlossen, oder ich weiß nicht, ob ich es beschlossen habe, aber ich hatte da schon den ganz starken Wunsch, Schriftstellerin zu werden, zu schreiben. Und ich habe dann eine winzig kurze Geschichte in einer Anthologie, sagst du mir, in einem Sammelband mit Kindergeschichten habe ich da veröffentlicht mit 7. Und das war irgendwie so eine schöne Dynamik, wo ich dachte, siehst du, es geht ganz leicht. Eigentlich ist es ganz leicht, dieses Schriftstellerin-Sein. Ich empfinde es jetzt als schwierig. Also ich finde es sehr schwer, diesen Weg zu gehen. Ich habe jetzt 2 Kinder mittlerweile und ich bin über einer Altersgrenze, von der man sagt, dass man bis dorthin Nachwuchsautorin ist. Ich habe das Gefühl, es ist als Mutter schwierig. Als Mutter ist es krass schwierig, weil sowieso einen künstlerischen Beruf zu rechtfertigen, ist schon mal schwierig. Zu sagen, das ist mein Beruf und ich übe den aus und da ernst genommen zu werden, finde ich sehr schwierig. Und das andere ist die Frage, mit der ich mich eigentlich fast täglich beschäftige, ist das, was ich sagen möchte, relevant? Und ich habe ein ganz konkretes Ziel. Und dieses Ziel ist, endlich diesen Roman zu schreiben. Ich mochte Reisen nicht besonders. Zu viele Unvorhersehbarkeiten, zu viele Details, die man für eine gute Planung berücksichtigen musste, zu viel Ungewohntes und Neues. Ich fühlte mich wie ein Gerippe, das an einem dünnen Faden von der Decke hing, nackt und schutzlos. Eine Reise machen, so lang und verschlungen wie die Doppelhelix der DNA. Auf der Doppelhelix entlang zu reisen, würde bedeuten, sich selbst und die andere kennenzulernen. Die Information kennenzulernen, die einem selbst und der anderen eingeschrieben war. Sie dekodieren den ihren und seinen ganz eigenen Code entschlüsseln. Das hieße es doch, oder nicht?